Guten Morgen. Ich war gerade schon kurz bei Kaufland. Das wollte ich euch mal zeigen, das ist nämlich echt lecker. Ist mit Minze abgeschmeckt, steht da irgendwo drauf. Das schmeckt halt echt gut, also das ist wirklich lecker. Ich war aber eigentlich nur bei Kaufland, weil ich von einer Followerin auf Instagram den Tipp bekommen hatte, dass ich da meine leichte Mayo kriege. Das ist die nämlich. Die ist sogar vegan und die schmeckt halt wie echte Mayo und hat halt halb so viel Kalorien. Das finde ich echt super praktisch, weil ich halt ganz gerne. Wenn man mal zum Beispiel Backofenpommes oder sowas isst, ich mag es halt einfach nicht so gerne mit Ketchup. Ich nehme lieber Mayo. Ja, und mein Bruder findet die auch gut, dann habe ich gleich ein bisschen mehr mitgebracht. Halt natürlich ein bisschen länger haltbar. Ja, aber das habe ich heute Morgen schon gemacht. Ich war nämlich auch tanken. Die Tankstelle ist daneben an. Wir haben immer einmal im Monat so einen Betrag X von der Firma, wo mein Mann arbeitet, mit dem wir tanken können. Er hat einen Dienstwagen, das heißt, er muss nicht dieses Geld fürs Tanken benutzen. Und dann kann ich das nutzen und dann bietet es sich ja an, gleich nebenan noch zu Kaufland zu fahren. Ist halt ein Umweg, ein bisschen, aber also wir haben nur einen Kaufland, der ist am anderen Ende des Landkreises, aber mein Gott, das macht man ja auch nicht ständig, ne? So, jetzt ist ja das Messerblock ein bisschen, aber ist egal. Ich mache jetzt mit mir jetzt mein Frühstück. Muss gerade gucken, wo ich es mir hingestellt habe. Heute gibt es Restess. Naja, was ist Restess? Ich habe hier noch zwei, also einen High-Protein-Pudding. Der ist noch ein paar Tage haltbar. Der körnige Frischkäse ist schon ein bisschen abgelaufen. Aber ich bin bei sowas ja, heute liegt es hier andersrum, da seid ihr. Bin bei sowas sehr unempfindlich. Ich denke mir halt immer, ich kann ja dran riechen, wenn es noch gut riecht. Und ich kann es auch probieren, wenn es gut schmeckt, dann kann ich es noch essen. Gerade bei Käse oder Joghurt, da riecht man das ja, wenn es schlecht wird. Also, das riecht ganz normal wie immer. Ganz ein Becher. Den haue ich mir jetzt hier rein. Das ist übrigens der von Exquisa, der Fitline. Und der hat tatsächlich richtig wenig Fett. Also, richtig lecker. Ja. Ihr merkt, es ist gerade kein Strick-Content, aber ich beschäftige mich aktuell auch viel mit Ernährung und weiß halt auch, dass viele von euch da Interesse haben. Jetzt nicht unbedingt abzunehmen, sondern einfach sich ein bisschen anders zu ernähren. Und dann habe ich hier noch so einen High-Protein-Pudding und den tue ich jetzt auch da rein. Und damit habe ich so eine Art Fake. Ich brauche einen Löffel. Den liegt jetzt in der Küche rum. Das hat sie auch noch nicht gemacht. Hast du was entdeckt da oben? Da ist der Henry und die Lilly sitzt hinter meinem Lidl Thermomix. Ja, das tue ich hier rein und dann hat man insgesamt so eine Art Milchreis, ohne Milchreis zu haben. Halt einen eiweißreichen Milchreis sozusagen, ohne Reis. Perfekt, Milchreis. Ich tue gleich noch so ein bisschen Geschmackspulver dazu, das muss ich dann für mich abschmecken. Ja, und dann hatte Merle heute, die hat so von Kindern so einen Adventskalender, wo jeden Tag irgendwas anderes drin ist, weil, mein Gott, man ist ja auch nur einmal jung, ne? Da darf man halt auch mal einen Schoki-Adventskalender haben. Ich habe mir jetzt schon was überlegt, jetzt kommen wir tatsächlich zu einem strickigen Thema, dass ich ab nächstem Jahr gerne für sie was selber gemachtes haben möchte. Und ich möchte Handschuhe stricken, 24 Stück, und die dann befüllen. Socken ginge auch, aber ich finde Handschuhe, die haben ja, sage ich mal, ein relativ großes Volumen für wenig Strickaufwand. Und Socken gehen ja um die Ecke und das finde ich irgendwie blöd. Deshalb habe ich gedacht, nee, ich nehme da, ich werde es mit Handschuhen machen. Und mal gucken, wie ich mir das einteile. Man, das Jahr hat 52 Wochen minus die paar Wochen, die eben Advent sind. Und dann muss ich mir irgendwie das ja so einteilen, dass ich irgendwann starte und dann bis zum Tag X alles fertig habe. Und mein Gedanke war da tatsächlich, ob wir das nicht als Gemeinschaftsprojekt machen. Das werde ich dann im Podcast nochmal ansprechen, weil ich ja eben weiß, dass nicht jeder hier zuschaut, ob man da nicht so eine Art Keil draus macht. Ich glaube, das haben andere auch schon mal gemacht, aber ich habe gedacht, also es hat ja noch nicht jeder so ein Adventskalender, ne? Ja, ein bisschen was. Muss rein an Pulver. Jetzt muss ich nur die richtige Sorte finden. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr das irgendwo in den Schrank packt und vergessen habt. Ich habe ja so Schubfächer aus, also so Kisten eingebaut, das ist ein normaler Schrank. Hat keine Schubladen, das ist auch echt blöd. Wo ist denn die Packung? Das kann jetzt nicht sein. Jetzt habe ich alle Schubladen gehabt und habe es nicht gefunden.
der allerletzten Ecke. Wobei ich eben, ich weiß es nicht. Also, jedenfalls zum Kalender. Da hätte ich eigentlich Lust, dass man da irgendwie eine Art Keil draus macht. Vielleicht hat ja jemand von euch Lust, da mitzumachen. Wann es startet und so, das habe ich alles noch nicht überlegt. So, das ist Chunky Flavor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann man halt echt Joghurt und so richtig lecker mit geschmacklich verfeinern. Du kannst Naturjoghurt nehmen und machst halt alles, was du an Joghurt sonst so kaufen würdest, kannst du daraus machen. Da gibt es eine Sorte, die ist, glaube ich, nicht immer vorrätig, aber die schmeckt wie Joghurette. Das ist so lecker. Ja, das ist definitiv meins. Und, achso, ja, Merle hat einen Adventskalender, einen Schoko-Adventskalender, und da drin ist, das meiste ist sie. Was sie nicht mag, ist Happy Hippo. Das kam auch schon ein bisschen zertrümmert daraus, das arme Ding. Ich finde das so gruselig mit den Augen. Wer von euch den Fest und Flauschig Podcast hört, hat das wahrscheinlich auch gehört, dass Jan Böhmermann diese Augen genauso verwirrend findet wie ich. Und ich finde, also ich, ihr wisst ja, ich achte so ein bisschen was auf Süßkram und so, aber ich verbiete mir das halt auch nicht. Ich dosiere es halt eben nur sehr gering. Und wenn ich das jetzt so essen würde, hätte ich da 2 Minuten Spaß dran. Und es ist überhaupt nicht sättigend, das ist ja auch klar. Und hätte ich halt nicht lange was von, ne? Deshalb bin ich bei sowas jetzt gerne mal, dass ich mir das einfach klein schnibbele und mir dann über meinen Pudding oder meinen Grießbrei oder sowas einfach oben drüber streue. Dann habe ich ja über den ganzen Teller was. Immer ein bisschen was zum Naschen sozusagen. Ein bisschen was Süßes mit dazwischen. Ohne aber jetzt komplett alles auf einmal essen zu müssen. So. Ich habe eben mal geguckt, das ganze Paket hier, also dieser Pudding, der Königliche Frischkäse und inklusive diesen jetzt zertrümmerten kleinen Happy Hippo, hat 400 Kalorien. Das finde ich richtig gut. Das ist für mich eine perfekte Frühstückskalorienzahl. Könnte sogar noch mehr sein. Ich kann 1850 ungefähr am Tag essen, um abzunehmen. Und über meinem Grundumsatz zu sein, das ist ja auch wichtig. Zu wenig essen ist auch nicht gut. Habe ich überall Schoki hin. Und dann zeige ich euch jetzt noch kurz, was ich gestern tatsächlich noch fertig gestrickt habe. Sind noch keine Fäden vernäht. Und dann zeige ich euch, was ich jetzt gleich noch nach dem Frühstück kurz machen möchte, bevor ich dann ans Arbeiten gehe. Sag mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die auf Schränken oben was stehen hat. Ja. Ich habe die Handschuhe für Merle fertig gestrickt. Irgendwie gefällt mir das Maschenbild nicht so gut. Ich habe aber keine Ahnung, woran das jetzt hier liegt. Die sind schon gewaschen und auf der Heizung getrocknet. Weil ich finde, es ist diesmal sehr, sehr krumpelig im Gesicht der Katze. Man erkennt sie. Also mein Gott, das sind Kinderhandschuhe, die werden eh getragen. Von daher, drauf gepfiffen. Ne? Ich habe diesmal ein bisschen was anders gemacht. Das ist immer noch ein kleines Löchlein am Daumen. Ist aber längst nicht mehr so schlimm wie bei meinen großen Handschuhen. Das war Formvernähen. Ich meine, das muss man ja auch dazu sagen. Hier sind noch alle Fäden locker und hier muss die natürlich auch noch anziehen. Aber eigentlich sind sie ganz süß geworden. Merle wollte sie natürlich nicht anprobieren, weil die Fäden halt, ne, das ist ja auch nervig. Also das mache ich auch nicht gerne, dass sie diese Sachen anprobieren, wenn die Fäden noch drin hängen und man bleibt mit den Fingern hängen. Das heißt, ich vernähe die Fäden wahrscheinlich nachher, wenn sie wieder da ist. Und dann kann sie die ab morgen dann anziehen. Die sind gleich lang hier, die Daumen, das sieht jetzt nur unterschiedlich aus. Komischerweise, verstehe ich gar nicht. Der eine ist ein bisschen länger gezogen gewesen. Nein, die sind, eigentlich sind die gleich lang. Der steht natürlich jetzt noch ein bisschen hoch, das muss ich halt alles noch vernähen. Ja. Aber dann sind die auch fertig und dann müssen wir mal gucken, dass ich die nächsten Tage mal dazu komme, mit Merle und meinem Mann zusammen dieses Foto hinzukriegen, dass sie diese Handschuhe anzieht und ich die anziehe und wir dann halt zusammen das haben wollen. Das Garn ist ja diese Friends, die neue Hobby-Kollektion Friends, und da sollte man halt was machen für Freunde oder ja, jemanden, den man gerne mag. Und da habe ich ja entschieden, ich mache was für Merle und für mich als Partnerlook sozusagen. Ja, also die sind fertig. Fäden vernähen nachher, weil das ist was, das kann ich machen, wenn Merle dabei ist.
Das ist nicht so herausfordernd. Ich habe gestern, bis ich Merle abgeholt habe, tatsächlich einen Handschuh fast geschafft. Also da fehlte dann, lass mich gar ganz kurz überlegen, glaube ich noch, also ich war ungefähr hier, oder ich kann auch sein, dass ich praktisch diese eine Runde ohne Farbe, also nur mit der Hauptfarbe, hatte, und den Rest musste ich dann noch abends machen und den Daumen. Und den zweiten habe ich dann angefangen, als mein Mann Merle ins Bett gebracht hat. Und den habe ich dann auch bis 11:30 oder 11:45 zu Ende gemacht. Da habe ich dann gedacht, nein, komm, das machst du jetzt. Das ist ja auch eigentlich nicht viel, ne? Also es sind 32 Maschen hier oben. Hier unten sind es sogar noch weniger. Ne, wartet mal. 32 plus. Ne, 32 unten, oben 36. Ich glaube, so ist es. Das ist halt machbar, ne? Und was ich auch überlegt hatte, ist, dass man mit diesem Pfötchenmuster eigentlich mal ein paar Socken stricken könnte. Ja. Und dann zeige ich euch, was ich jetzt hier gerade noch machen will, was ich gestern auch nicht mehr geschafft habe. Das habe ich nämlich dann auch noch gemacht, als Merle hochgebracht hat, weil sie hat gestern ein bisschen gebraucht. Sie hat momentan so eine Phase, wo sie viel Neues lernt, und das ist aber ja auch in der Regel immer mit schwierigen Einschlafen zusammen. Ja, ich habe mein Diamond Painting weitergemacht, und dafür drücke ich jetzt nochmal Stopp und zeige es euch von der anderen Seite. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, ne? Also, soweit bin ich da jetzt. Gestern hatte ich halt dieses Feld hier ab hier bis zum Ende angefangen, und hier fehlt ja auch nicht mehr so viel, seht ihr ja. Also es sind jetzt ein paar Farben, die noch fehlen. Ich mache mal kurz das Licht an. Ja, da. Also ist nicht mehr wahnsinnig viel hier. Und da sieht man schon den Kopf von meinem Mann. Er hat hier oben eine Narbe, und die sieht man tatsächlich auch auf dem Bild. Da komme ich dann, und hier unten kommt Merle, also das sind die Augen. Da sieht man jetzt nicht so wirklich viel von. Ich bin ganz, ganz gespannt bei meinen Augen. Ich habe ja so eine Brille mit einem Blaufilter drin. Und ich bin gespannt, ob man überhaupt meine Augen erkennen kann oder ob das dann nur diese Reflexion von der Brille ist. Weil das halt beim Foto jetzt sich so ergeben hatte, dass es so ist, wie es ist. Und das hier oben, das ist natürlich unser Schrank. Das Foto habe ich hier vom Schrank gemacht, und das finde ich aber auch total schön, wie das wirkt. Ja, und Merle hat dann offensichtlich heute Morgen, als ich geduscht habe, den Papa aus der Küche verlassen und hat eine Packung ausgeschüttet. Dankenswerterweise nur eine Packung. Ich habe hier nämlich auch noch einen Beutel, zeige ich euch mal. Der ist jetzt schon ziemlich verarbeitet. Da habe ich immer schon alles, was ich mal brauchte. Eine Farbe habe ich dann immer schon rausgepickt. Ja, da hatte sie mal 4 Farben gemischt in der Schale. War schön. Naja, also ist nicht schlimm. Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht, aber ich nehme die trotzdem erstmal und dann nehme ich halt den Rest hinterher. Das geht ganz gut. Ja, und damit lege ich jetzt erstmal dann los. Da steht mein Essen. Und höre mir nebenbei ein bisschen True Crime Podcast an. Und dann, das ist ja nicht mehr viel, bin ich ein paar Minuten fertig. Und dann geht's an den PC. Einmal für mich arbeiten. An dem Goodie für die Weihnachtsüberraschung, dass ich das endlich mal hochladen kann. Und für das, was ich nebenbei noch mache. Also das ist hauptsächlich mit Kundenservice sozusagen, einer speziellen Art. Egal. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssi.